Das war die schlimmste Unterschrift, die wir jemals gesetzt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen Hazel gehen und machen keine lebenserhaltenden, lebensverlängernden Maßnahmen. Und dann ist sie notgetauft worden, das war uns noch wichtig. Und samstags mittags ist sie dann in meinem Arm eingeschlafen, hat den letzten Atemzug gemacht und der Papa war auch da.